Denn er ist so ein rosa Kerl. Denn er ist so ein rosa Kerl. MarioFan888. Hast du gerade mein Lied benutzt? Falls du der Echte bist, wollte ich auf deine Videos reagieren. Du bist für mich eine Legende. Wir haben damals, vor 8 bis 10 Jahren, als es noch eine Handvoll des Player gab, so Funk Royale, CK, Sushimaru, meine Wenigkeit, warst du für uns bereits eine Legende. In meinem Herzen ist er immer noch Legende. Wer von euch kennt nicht MarioFan888? Nö, ich, oh mein Gott. Okay, das müssen wir ändern. Er hat die Soundbricks genommen, unter anderem von Banjo-Kazooie, und hat darauf gesungen. Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Bum, bum, bum. Das Bum, bum, bum darf natürlich nicht fehlen. Aber wo ist denn jetzt Kazooie? Eben war er doch noch hier. Bum, bum, bum. So viele schreiben, oh mein Gott, der klingt wie Nick. Ich finde überhaupt nicht, dass er wie Nick klingt. Was zur Hölle? Er ist da, wo ich noch nicht war. Wie kann man das Wort nicht so lang ziehen, Alter? Schaut doch Mario Fan 888. Ich versuche mitzusingen, okay? Wo ist er denn? Ist er denn? Hoffentlich nicht bei Terry, dem Flugsaurier. Da hat jemand geschrieben, krasser Flow, krasser Text, einfach nur krass. Was für Cringe, Leute, ihr habt keine Ahnung von Kultur. Das ist Internetkultur, ja? Er hat aber noch andere Songs. Er hat, wo ist Kazooie, rückwärts hochgeladen. Digga, ist das nicht der größte Ehrenmann überhaupt? This is how Satan is summoned. Vor allem finde ich das krass, dass er super viele generell englischsprachige Leute in den Kommentaren hat. Hast du Kazooie gefunden? Da hat jemand geschrieben, die Musikszene war noch nicht ready. Generell sind wir noch nicht so weit, um das zu verstehen. Ich glaube, in ungefähr 30 Jahren sind wir so weit, um Musik von MarioFan888 nachvollziehen zu können. Denn in 30 Jahren klingt alles so. 1-2 Haferbrei hat über 500.000 Aufrufe und super viele englischsprachige Kommentare. 1-2 Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. Denn er ist so ein rosa Kerl. Denn er ist so ein rosa Kerl. Vic ist so glücklich, aber das macht auch glücklich. Ich finde, MarioFan888 Musik strahlt Happiness aus. Da kommt auch schon Metanet, um Kirby zu beschützen, denn er will... Digga, Double Time oder was? Metanet schwingt sein Schwert, um König Dedede zu besiegen. Was für ein Trumpf ist das denn? Denkt euch einen neuen Genre-Namen aus. Eine neue Musikrichtung. Das ist dann MarioFan888. 1, 2, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß. Es gab doch mal einen Stream, da haben wir über Dimensionen diskutiert. Vier Dimensionen können wir nicht wahrnehmen. Das ist ein Song aus der vierten Dimension. Das Einzige, was wir wahrnehmen können. Er hat noch andere Songs und dieser Song nennt sich Dr. Mario, Bindestrich Dr. Mario. Damit suggeriert er, dass er Dr. Mario ist. Und wenn MarioFan888 Dr. Mario sein will, dann kann er Dr. Mario sein. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Ich bin Dr. Mario, ich bin so super cool. Ich bin Dr. Mario, ich kann so coole Tricks. Dr. Mario, der kann einfach alles. Ich kann dies, ich kann das. Ich bin Dr. Mario, ich kann einfach alles. Es ist ein selbst ausgedachter Song. Ich kann dies, ich kann das. Ich bin Dr. Mario, ich kann einfach alles. Falls ihr immer noch der Meinung seid, dass MarioFan888 nicht der größte Ehemann überhaupt ist, ich werde euch jetzt vom Gegenteil überzeugen, gebt euch das. Er hat eine englische Version hochgeladen zu dem Dr. Mario Song. I am Dr. Mario, I can cool tricks. I am Dr. Mario, I can cool tricks. Jetzt kommt die beste Stelle von allen, ich schwöre, pass genau auf. I can this, I can that, I am Dr. Mario, I can all. I can this? I can that. I am Dr. Mario, I can all. Ey, das ist doch so funny, oder? I can all. Jetzt rastet er komplett aus. I can this, I can that. I am Dr. Mario, I can all. Boah, ich frage einfach MarioFan888, wenn er sich meldet, ob ich dazu ein Musikvideo drehen kann. Falls du das siehst, gib mir die Erlaubnis. Er hat aber noch einen anderen Song, glaube ich. Nee, ich glaube, das waren alle Songs, oder? Meta Knights Theme. Das ist einfach nur Meta Knights Theme. Da ist nicht mal Gesang, er hat einfach nur den Theme von Meta Knight hochgeladen. The Theme of Mate Knight. Die Sache ist, falls jemand gefragt hat, ob er ein Troll ist, nein, der ist wirklich so. MarioFan888 ist wirklich so eine Legende. Und jetzt gucken wir ein Video von MarioFan888, das heißt Ideen für Pikmin 3. Hier sind meine Ideen für Pikmin 3, das war bevor Pikmin 3 draußen war. Grünes Pikmin. Besonderes, sie können in dem Sumpf laufen. Bosse, oh jetzt geht's los. Hier kommen jetzt die Endgegner von Pikmin 3. Nicht mal normale Gegner, sondern direkt die Endgegner. Bills-Bus vom 1. In dieser Form fällt dieser Bus vom Himmel und springt auch manchmal so auf Olima und den. Gebt euch das mal. Ich glaube, das sind so die Augen und das ist der Mund von Felsbus. Felsbus Form 2. Auf einmal ist es so eine Felsspinne. So sieht der Bus aus, wenn er herumläuft. Katapultboss. Aber wer genau ist denn jetzt der Boss?
Der Felsen da oben oder der Katapult? Digga, der Typ ist so ein Genie, Alter. Stell dich mal vor, Nintendo hätte vor dem Release von Pikmin 3 dieses Video gesehen und sich gedacht, boah, genau das müssen wir so machen. Das war's. Thanks for watching. Einer seiner allerersten Abonnenten-Specials ist das 500 Abonnenten-Special. Mit was für einem Format Mario Fan 888 dieses Video hochgeladen hat. Das ist ja nicht mal normales Breitbild. Das ist breiter als Breitbild. Weil Mario Fan 888 wusste, dass unsere Bildschirme immer breiter werden. Und in 10 Jahren können wir uns das hier ohne schwarze Balken angucken. Daran merkt man einfach, dass Mario Fan 888 seiner Zeit voraus ist. Digga, das sehe ich ja jetzt erst. Herr DK hat ihm eine Frage gestellt. Beziehungsweise ihm eine PN geschickt. Herr DK? Heimlicher Mario Fan 888-Fan? Mal sehen. Der einzige Grund, warum das so lange dauert, ist, weil MarioFan888 sich überlegen muss, wie kann ich dieses Video möglichst unterhaltsam gestalten. Alle Sätze und alle Worte, die ab jetzt kommen, sind durchdacht. Wie ein Skript, das er sich vorher aufgeschrieben hat. Nur in seinem Kopf. Da hat jemand die Frage gestellt, hey Mario-Fan, seit wann interessierst du dich für Mario? Ich habe noch nie so einen großen Mario-Fan wie dich getroffen. Ich meine, du heißt Mario-Fan, Bruder. Ja. Denkst du deine Lieder... Finde ich übrigens nice, dass er auf die zweite Frage geantwortet hat und auf die erste gar nicht. Er hat die erste Frage einfach nur durchgelesen und das war's. MarioFan888 hat schon wieder vorausgedacht. Er dachte, er hätte bereits geantwortet, aber hat er eben nicht, weil er zu schnell ist. Mich würde Frage 5 interessieren, bis zur Zeit vergeben. MarioFan, hast du eine Freundin? Ja, mal January, generell. Hat er zu Genre January gesagt? January, generell, sag ich immer. Genre sag ich immer. Mann, ich will, dass es zu Frage 5 kommt, bis zur Zeit vergeben. Bist du zur Zeit vergeben? Nein. Ich habe noch keine Freunde. Ich habe noch keine Freunde? Bis zur Zeit vergeben. Nein, ich habe noch keine Freunde. Ich weiß nicht, ob ich euch dieses Video zeigen soll. Das geht 7 Sekunden lang, aber es kann sein, dass ihr am Ende verwirrt seid. Also man braucht eine gewisse IQ-Anzahl, um dieses Video nachvollziehen zu können. Bereitet euch mental darauf vor. Ich sei Mumbo, bester Schamane von Spiel. Wenn Zauber wollen, müssen suchen Schädel. Ich habe natürlich nächtelang darüber nachgedacht, was dieses Codewort bedeutet. Ich glaube, es spielt auf die Instabilität unserer heutigen Gesellschaft an. Es hat 9 Dislikes, aber das sind auch Leute, die verstehen das nicht. Da hat jemand geschrieben, die 8... die 888 im Namen ist ein IQ. MarioFan888 ist uns meilenweit überlegen. Jedes Mal, wenn ihr euch das Video hier anguckt, steigt eure IQ-Punktzahl um 1. Es gibt natürlich auch ein 1000 Abonnenten-Spezial. Ich zeige euch hier meine Zockerbude und meine Fansachen. Ich meine, es ist MarioFan888. Natürlich bekommt er Fanpost. 1000 Abonnenten-Spezial. Hier zeige ich euch meine Zockerbude und meine Fansache. Das ist das Geilste überhaupt. Es ist kein Video, es sind einfach nur Bilder. Das sind meine Nintendo Wii und Xbox 360. Der hat die so in so Plastikfolien eingepackt. Jahrelang haben sich Gamer gefragt, wie kann ich meine Konsolen schützen vor Dreck, Staub und Ungeziefer. MarioFan888 weiß, wie es funktioniert. Und hier ist mein Plakat von Super Mario Galaxy 2. Das hat er hochgeladen, bevor Mario Galaxy 2 überhaupt draußen war. MarioFan888 ist einfach ein Zeitreisender. Fun Fact, diese Uhr hier auf der linken Seite, die besaß sie auch mal. Die besaß sie auch mal und die ist aus den 90er Jahren. Und hier ist mein PC. Und hier nochmal mein PC. Hier ist mein PC. Und hier nochmal mein PC. Ist das nicht die größte Legende überhaupt? Ist mal ohne Spaß. Das ist wirklich Peak Comedy. Da. Und jetzt werde ich euch das alles erklären. Meine PlayStation 1. Das Ding ist, ich kann mich auf die Schrift gar nicht konzentrieren, weil er im Hintergrund labert. Deswegen mache ich die mal so ein bisschen leiser. Das Rest wird gesagt. Nein, ich habe ihn leiser gemacht. MarioFan888 hat mich wieder ausgetrickst. Das Rest wird gesagt. Und ich habe ihn leise gemacht, damit ich verstehe. Eine Milliarde IQ. Die Sache ist, das Video geht nur 1 Minute und 49, ja. Aber die Leute werden sich das Video zweimal angucken, weil die ihn erst leiser stellen, um zu lesen, was da steht. Aber dann steht da, das Rest wird gesagt. Die Watchtime geht auf 200%. Boom, Leute, so kommt man in die YouTube-Trends. Wie kann man denn so intelligent sein? Ich schwöre. Ich bin einfach nur fasziniert. Das ist einfach nur Alpha. Das ist mehr Alpha als Kollege selbst. 1 war Haferbrei ist sein aktuellstes Video vor 8 Jahren. Was macht er heutzutage mit 25? MarioFan 888? Macht immer noch YouTube-Videos. Und das Krasseste ist, fast niemand kennt diesen YouTube-Kanal. Ich habe ihn durch Zufall entdeckt. Er hat jetzt Kazan oder Kazan oder keine Ahnung. Und inzwischen ist er 25 Jahre alt oder 26, keine Ahnung. Er klingt immer noch genauso wie vor 8 Jahren. Hier werde ich jetzt mehr Charaktere wieder, also neue Charaktere imitieren. Aus irgendeinem Grund ist sein Mikrofon schlechter geworden. Boy, boy, boy.
Poi, poi, poi. Ich meine, wir haben inzwischen 8 bis 10 Jahre später. Wie kann man sich denn noch mehr treu bleiben? Jeder von uns verändert sich, aber Mario-Fan bleibt immer derselbe. Das ist ein richtiges Vorbild. Mario-Fan 888 hat eine englische Version zu 1 war Haferbrei gemacht? Das wusste ich gar nicht. 1-2 or Hotmail, Kirby is a pink guy. 1-2 or Hotmail, because Kirby is very cute. Es gibt ein 1 war Haferbrei Fancover. 1-2 Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. 1 war Haferbrei 2.0. 1-2 Haferbrei, Kirby ist ein fettes Schwein. 1-2 Haferbrei, denn Kirby ist sehr fett. Das finde ich gemein. Es gibt eine japanische Version. Und da sind sogar japanische Kommentare drunter. Mario-Fan 888 hat es bis nach Japan geschafft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Give me your Eddie, we pullin' it to your bed and then we gon' put it to red and we gon' click clap, ooh.